Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dante's Inferno. Ich ahne einen, ja, einer der letzten Parts, würde ich jetzt so schätzen. Also es läuft irgendwie alles aufs Finale hinaus. Denn im letzten Part haben wir auch gesehen, wie Beatrice anscheinend schon befreit wurde von einem engelsgleichen Geschöpf. Und ja, wir durften dann im letzten Part oder in ein paar Parts zuvor dann auch noch diese ätzenden neuen Prüfungen machen. Oder waren es 10? Ich weiß jetzt nicht mehr. Und ja, die haben wir jetzt hinter uns und wir steigen jetzt aber trotzdem wieder weiter hinab. Ist ja klar. Und mal sehen, wo wir da hinkommen. Ich bin gespannt. Okay, und es wird eisig. Puh. Wow. Alter, das ist doch jetzt... Alter. Okay, das ist jetzt mal wirklich echt dreist geklaut. Oder? Eine Höhle... Gut, die ist jetzt aus Eis, aber sieht fast genauso aus wie bei God of War 2, wenn ihr euch erinnert, wo der Titan Typhoon drin war, der auch immer ja, Wind mit seinem Atem gemacht hat, um uns dann irgendwo runterzuwerfen. Und die Höhle sah auch, vom Look her, sah sie fast genauso aus, nur dass sie nicht aus Eis bestand. Also noch offensichtlicher geht's ja wohl nicht. Aber okay, es ist ja nichts Schlimmes daran, sich bei anderen Spielen zu bedienen. Es ist nur... ab und zu recht dreist, wenn man es so offensichtlich macht. So, okay. Aber die Gegner sollten wir dann trotzdem auch noch kalt bekommen, kalt machen, kalt kriegen, was auch immer. Oh. Okay, und wir sollten dabei trotzdem aufpassen, dass wir auch nicht runterfallen, das wäre nämlich echt ungeil, sag ich mal. Ah, da kommt noch so ein Vieh. Naja, nehmen wir erstmal die Arme, soll ich schon, die Flügel von dem Vieh. Und ich gehe jetzt mal wieder ein Stück nach hier, weil er holt gerade zu einem neuen Atem aus, ja, war ja klar. Die Gegner können sich anscheinend auch nicht so wirklich dagegen wehren. Aber das macht ja nichts. So, den lösen wir dann mal schnell. Ah, komm schon. Und auf Wiedersehen. Gut, oh, das war jetzt extrem mies, wenn ich das mal so sagen darf. Das war wirklich mies. Nach so einem Quicktime-Event dann noch diesen... Ach, egal. Ihr habt es ja selbst gesehen. Gut, dann werde ich die Gegner jetzt einfach so killen, ohne Quicktime-Event. Ich habe mir gedacht, das Spiel vielleicht heute noch durchzuziehen, wenn es nicht mehr so lange dauert. Aber wenn ich mich dann wieder mit sowas rumärgern muss, dann ist das nicht wirklich so toll. Ach, wie ich sowas hasse. Immer so Handicaps beim Kämpfen. Als ob das so nicht schon nervtötend genug ist. Komm doch mal da runter, du ekelhaftes Mistvieh, ey. So, können wir bitte deine Flügel haben, damit du nicht mehr wegfliegen kannst. So, ich muss wieder hier weg. Oh, ey. Das Spiel lässt sich auch immer was Neues einfallen, um einen zu ärgern. Nein, wir gehen das nochmal hier. Ich vergesse die Tasten immer. Oh, jetzt habe ich diesen Göttermodus aktiviert. Das war eigentlich jetzt gerade nicht, oder? Habe ich ihn aktiviert? Nee, kann ich ja gar nicht. Irgendeine Magie habe ich gerade eben, glaube ich, aktiviert. Irgendwas habe ich jedenfalls aktiviert. Obwohl ich es gar nicht wollte. So, jetzt stirb endlich. Okay, so, wie komme ich jetzt weiter? Ah ja, interessant. Okay. Muss ich nach oben? Oder nach oben? Naja, anscheinend nicht. Gut, dann nicht. Aber da oben sieht es auch so aus, als würde man da lang können. Aber wenn das Spiel das nicht so vorsieht, dann weiß ich auch nicht. Und mein Controller vibriert ohne Ende. Hört euch das mal an. Krass. Ich weiß nicht warum. Selbst wenn ich nichts mache. Ich brauche mehr Schwung, sonst komme ich da nämlich nicht hin. Okay. Jetzt hat er plötzlich aufgehört. Ach, irgendwie komisch programmiert mit dem Ding hier. Oh. Was sind das für Gestalten? Der hat was im Auge stecken. In beiden, besser gesagt. Das ist nicht so toll. Ah, ich muss mich... Ah, ja. Oh. Uff, du kannst mich mal. Okay. Und weiter hinab. Eine sehr bedrückende Stimmung gerade. Oh, what the hell?
Okay, ich ahne, worauf das hinausläuft. Was? Oh Gott. Ich kann mich nur so langsam bewegen. Verdammt. Oh. Heilige. Okay. Wie soll ich das genau machen? Wie haben die sich das jetzt gedacht? Gibt es da nur einen richtigen Weg, oder was? Ah, ich glaube, Moment, ich kann so eine Art Linie erkennen. Wenn ich jetzt mal genauer hingucke. Ah, ja. Okay, vielleicht sollte ich diesem Weg dann nachgehen. Okay, das war der falsche. Ich vermute jetzt aber auch gerade noch. Vielleicht ist es auch einfach nur Glück, wie man hier durchkommt. Auf jeden Fall wird die Musik gerade wieder sehr episch. Ich weiß nicht warum. Oh. Okay. Ich kann aber auch nicht springen oder sonst irgendwas machen. Ich kann nur gehen. Ich kann nicht mehr schlagen. Gut, ich meine, warum auch? What the hell? Ne, ich glaube, das war's. Oh, hat er nicht. Puh. Ich weiß nicht, soll das echt so nach dieser Linie gehen oder ist es echt nur Glück, wie man hier gerade läuft? Gut, da gehe ich dann nicht lang. Gut, da gehe ich auch nicht lang. Dann gehe ich lieber hier lang. Da gehe ich nicht lang. Gut, dann gehe ich hier oben am Rand lang. Das scheint mir, glaube ich, ein bisschen sicherer zu sein. Hier sieht es aus, als wäre hier ein Weg. Deswegen gehe ich dann einfach mal auch lang. Oh Gott. Und dann gehe ich mal hier lang. Ich orientiere mich echt nur an so ein paar Ritzen, die hier am Boden sind. Hier ist äußerste Konzentration gefragt. Nee. Alles klar. Gut, man hat ja immer noch ein bisschen Zeit, um herauszufinden, ob das Ding unter einem jetzt einstürzt oder nicht. Und wenn es so ist, sollte man schnell wieder zurückgehen. Warte, das stürzt bestimmt auch ein. Ein bisschen kann man es auch erkennen an den Formen. Okay, das hier sieht auch stabil aus. Das sieht nicht stabil aus. Das sieht erst gar nicht stabil aus. Aber hier... Nein, das sieht auch nicht stabil aus. Es sieht überhaupt gar nicht... Ah, hier ist der Weg. Okay. Okay, da ist auch schon dieses komische... Oh, dieses komische Tor, was wir eben schon gesehen haben. So, dann gucken wir mal hier. So, am Rand ist meistens sicher. Oh, alles okay. Alles... Oh. Holy moly, dankeschön. What? Auf diesen Moment gewartet. Oh, wow, wir aber nicht. Alter, ist das ein Riesenvieh. Okay, jetzt geht's erstmal wieder daran, rauszufinden, wie man den besiegt. Ich habe mir jetzt auch mal geschworen, nicht direkt auszuflippen und ungeduldig zu werden, wenn ich mal was nicht schaffe beim ersten Mal. Weil es ist vielleicht besser, erstmal in Ruhe rauszufinden, wie man so einen Gegner kalt macht. Ich glaube, das da war seine Schwachstelle. Und ich glaube, dass... Oh, der heilige Windstoß tut uns gute Dienste hier. Alter, Vater. Wow. Was? Oh, war richtig? Cool. Ich habe die richtige Taste gedrückt, obwohl ich nicht gesehen habe, was für eine das war. Naja. Ja, aber das mit dem Ausflippen kommt bei mir jetzt häufiger vor. Habe ich auch beim Bearbeiten festgestellt. Das liegt aber daran, dass ich... Weiß ich nicht. In meiner Anfangszeit bin ich kaum ausgeflippt, weil ich... Ja, weil man ist ja noch ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen schüchterner und da wollte ich nicht zeigen, was für ein ungeduldiger Spieler ich bin, der ich aber nun mal bin eigentlich. Endlich. Du bist der Beste, danke. Viele haben es versucht und haben mich doch tief enttäuscht. Der tapfere Odysseus, der große Alexander, Attila, Lancelot, aber nur deine Seele war schwarz genug, mich zu befreien. Thank you.
Ich gab meine Seele, um Beatrice zu retten, nicht dich! Dachtest du wirklich, es ging um das Mädchen? Sie war nur der Köder für dich! Ihre Seele ist nun frei. Jetzt bleiben nur du und ich! Komm zu mir, heiliger Krieger! Komm und nimm dein Schicksal an! Okay, Kokitussee, ich komme jetzt leider gerade irgendwie nicht mehr so ganz mit. Wer ist das jetzt? Lucifer. Achso, okay. Alles klar. Ist das jetzt schon der Endfight? Warum sieht der jetzt so anders aus? Na, egal. Ja, das finde ich hier auch ein bisschen schade an dem Spiel. Gut, ich werde es dann später nochmal in dem Fazit erwähnen, aber ich finde es schade, dass hier nicht so... Die Story, die zieht einfach so an einem vorbei. Es kommen tausend irgendwelche Charaktere aus dieser göttlichen Komödie und aus den Sagen vor und man kommt eigentlich irgendwann gar nicht mehr mit. Zumindest ich nicht. Und dann denkt man, wer war das jetzt nochmal? Okay, woher kenne ich den? Wer ist das? Warum taucht der jetzt hier gerade aus? Aber naja, gut, konzentrieren wir uns lieber erstmal auf den Kampf. Okay, Lucifer scheint aber in dieser Form auch nicht wirklich viel mehr drauf zu haben, wie man sieht. Der kassiert ordentlich Schläge von uns. Au. Okay, jetzt haben wir auch mal einen von ihm kassiert, aber es zieht uns nicht wirklich viel ab. Bam. Ich mache immer instinktiv das Richtige. Sobald ich Feuer sehe, werfe ich direkt mit meinem heiligen Windstoß. Jetzt wollte schon wieder Lichtstrahl sagen. Um mich. Zack, okay. Und jetzt haben wir auch schon die Hälfte seiner Energie. Okay. Und anscheinend will er befreit werden, aber was passiert dann, wenn er auf die Erde losgelassen wird? Wahrscheinlich wird sie untergehen, das wollte uns ja auch schon der Film Konstantin weismachen, dass wenn Lucifer auf die Erde kommt, alles den Bach untergeht. Oder besser gesagt, Lucifers Sohn war es da ja eher im Film. So, okay. Zack. Hat er sich gerade wieder Energie geholt oder spinne ich? Naja, egal, wir kloppen einfach weiter drauf los. Wir werden schon sehen, was passiert. Die Energieanzeigen von den Gegnern finde ich sowieso irgendwie sehr komisch. Du wagst es, mich anzugreifen? Du, der weit Schlimmeres getan als ich? Ich trat ein für die Engel, für Vernunft und Gerechtigkeit. Und dann schuf er dich nach seinem Ebenbild. Dich, den Bodensatz der Schöpfung. Und vor dir sollte ich kriechen? Ich danke dir, dass du Judas Ketten zerbrachst, du Tölpel. Erwarte dein Ende und sieh mit an, wie ich ins Reich des Fegefeuers fliehe und darüber hinaus! Okay, wer hat mich erschaffen? Oh, ich konnte irgendwas machen mit R1, stand hier gerade. Was kann ich denn hier machen? Ah, okay, ich kann mich zu ihm hinziehen. Okay. Nicht schlecht. Ja, das scheint wirklich echt der letzte Fight sein, aber der kommt mir ein bisschen so zu unspektakulär vor, wie für den letzten Fight. Da waren manche Fights ein bisschen spektakulärer, muss ich ehrlich sagen. Naja, was soll's. Okay, jetzt haut er ganz schön rein gerade, was mich recht nervt. Zack, okay. Jetzt haben wir ihn wieder. Am besten ist es wahrscheinlich echt, immer die ganze Zeit sich an ihn ranzuziehen. Kann ich das eigentlich abwehren oder? Ne, bringt nichts. Zack, dann komm mal her. So, und jetzt halt mal hier die Schnauze, du hast nämlich eh keine Chance. Solltest du eigentlich von vornherein schon begriffen haben. Au. Au. Okay, ich hab mich ja gar nicht erwischt, warum sage ich dann au? Aber naja. Irgendwie kann man sich nicht immer zu ihm ranziehen. Ich glaube, wenn er die Attacke macht, dann ist es vorbei mit der Chance. Erinnert euch des Himmelskrieges! Erinnert euch der Rebellion! Ich erinnere mich an gar nichts. Was hat er vor? Werden wir alle den Untergang des Universums sehen!